So, da wären wir wieder. Und ich habe mich entschieden, bei den Hallen der Nicht-Entmannung weiterzumachen. Denn über die Zauber stolpern wir. Wenn wir drüber stolpern, dann ist gut. Und wenn nicht, der ist jetzt auch nicht so schlecht. Wir können ihn 73 Mal zaubern, also das passt schon. Wo war jetzt das neue Tor? Hallen der Entmannung. Relativ rechts. Das da wird es wahrscheinlich sein, ne? Hops. Jo. Mit dieser komischen blauen Optik. Und von hier aus nach unten. Nach unten. Zu langsam. Trotzdem lieber mal die Keule rausnehmen. So. Oder auch nicht, weil die Dinger als Konstrukte gelten. Ich glaube ja. Na also. Nee. So, kaputt. Sehr schön. Können wir dich da hinten treffen? Ja. Zing, zing. Ja, so ein reiner Bogenschütze wäre bestimmt auch interessant. Also am Anfang ein bisschen teuer, weil man halt die Pfeile alle einzeln kaufen muss. Aber danach? Boah. So, mehr Licht. Es geht nach links, es geht nach rechts. Aber wir gucken erstmal unten. Oh, 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 oh. Kannst du klettern? Nee, kannst du nicht. Okay, Keule. Stärke. Ich finde es immer noch sehr irritierend, dass dieselbe Zauberanimation hat wie teleportieren. Aber ja. Hops. Secret gucken. Und wir sind vergiftet. 5. 5. Bogen raus. Ding. 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 Das läuft richtig gut mit dem Bogen. Sonst wäre das irre nervig geworden. So, Geistermaterie. Also es geht zweimal nach links weiter und zweimal nach rechts. Und da oben ist noch eine Treppe, die ich übersehen habe. Ah, okay. Kein Secret. Kein Secret. Okay, dann gehen wir mal unten rechts lang. Und da ist definitiv ein Secret. Ist ganz schön eng hier. Au, 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 au. Stirb. 5. 5. 5. Also ja, wir können gegenheilen, aber... Ja. Ich habe trotzdem keine Lust, jetzt ein, zwei Folgen lang irgendwelche Händler abzuklappern, nur um besseren Heilzauber zu finden. Denn er wahrscheinlich noch viel mehr Essenzen braucht. So. Ja, ja. So, stirbst du? Ja, tust du. Also unten müssen wir auch noch aufräumen. Da oben kann man durchfallen. Okay. Aber irgendwo auf der linken Seite ist noch der Zugang. Ach stimmt, hier waren wir doch schon. Unten konnte man das aufmachen, aber es war nicht komplett auf. Also da konnte man gegenhauen. Ja, das war knapp. Ah, oh. Stirbst du? Muss jetzt eigentlich drauf gehen. Ganz knapp wahrscheinlich nicht. Upsala, upsala.
Na. So, jetzt aber. Komm, kaputt. Jo. Ja. Und du auch noch. Ah, ich werde ja langsam richtig gut in dem Spiel. Also was Ausweichen und so angeht. Naja, nicht wirklich, aber es ist schon mal wesentlich besser als am Anfang. Irgendwie ist jetzt nichts aufgeploppt. Genau, soweit war ich auch schon. Irgendwo eine Geheimtür? Ich drücke mal eine Weile Enter. Nö. Enter. Ja, ich habe Enter und nicht Enter gesagt. Obwohl das auch lustig war. Aber genug Simpsons-Anspielungen. Wir gehen einfach mal runter. Hallo. Bye bye. Eine Hellebarde. Da unten sind wieder. Unten springt irgendwas. Oh. Okay. Feuchte Hände? Was zur Hölle macht feuchte Hände? Au. Oh. Wir verlieren unsere Waffen. Oh, das ist schon mal nicht so toll. Und auch die Verknüpfung zu der Waffe. Das ist wirklich nicht toll. So. Licht an. Und Nebenquest? Fragezeichen? Nebenquest, Ausrufezeichen. Ja. Schnelltaste zuordnen, 2. Hallo, Ubuntu, was geht ab? Irgendwelche coolen Waffen, die du mir verkaufen willst? Ich habe Knochenbrecher. Oh, und Streitkolben, sehr schick. Ein Streitkolben, der Feinde zu Staub zermalt. Wow, sehr cool. Wie viel? Ich gebe für 50 Münzen, wenn du bringst unterschriebenes Papier. Oh oh. Ich sehe einen Passierschein A38. Nur 50? Was für ein Schnäppchen. Welches Papier soll ich dir bringen? Am Schalter mit 3 Schädeln. Da. Kannst du bekommen unterschriebenes Kaufzertifikat. Du bringst Zertifikat, ich gebe Knochenbrecher. Ja, das wird definitiv Passierschein A38 werden. Ich muss nur zum Schalter gehen und dir ein Papier bringen? Tja, wie einfach. Halt den Streitkolben bereit, bitte in 30 Sekunden zurück. Nein. Ich kann mein Siegel nicht unter ein AN200 Anforderungsformular setzen, das nicht zertifiziert wurde. Okay. Wo kann ich es zertifizieren lassen? Frage am Schädel-Schädel-Knochenschalter. Schädel-Schädel-Knochen. Es ist der letzte im unteren Durchgang auf dem Weg hinunter. Ja. Also für alle, die die Anspielung nicht kennen, das ist aus Asterix und Obelix und ist eine deren Prüfung, die sie machen müssen. Ich sollte das AN200 zertifizieren. Das kann ich nur machen, wenn es unterschrieben ist. Alle 3 Kopien. Was ist ein AN200 überhaupt und wo bekomme ich es her? Geh einfach zum Schädelknochen-Schädelschalter. Du findest ihn im obersten Teil. Geh einfach alle Leitern hinauf. Also ja, das ist Asterix und Obelix und die müssen halt auch in so ein Bürogebäude und sich einen Passierschein holen. Und da laufen sie die ganze Zeit hin und her und werden dabei fast verrückt. Wie im richtigen Leben halt, wenn man mit Ämtern zu tun hat. Ein MC3805? Sicher, füll einfach das aus. Du brauchst noch ein Bild. Wo kann ich eins herbekommen? Ich habe keine Kamera gesehen. Kameras? Such einfach nach dem Geistermaler, er ist in den Hallen. Karte nicht verfügbar. Geistermaler. Das Ding hier wird nicht zu den Hallen gehören, oder? Und es gibt noch mehr Schalter. Es gibt einen Knochenschädel-Knochenschalter und es gibt einen Knochenschädel-Schädelschalter. Das wird lustig. Aber hier ist nirgendwo irgendeine schemenhafte Geistergestalt und keine Secrets.
Ja. Okay, zurück zu dem Hauptgebiet und dann halten wir nach einem Geistermaler Ausschau. Oh, da geht es ja noch nach oben. Und da will ich auch noch kurz hingucken. Sind da auch noch mehr Schalter? Noch mehr Schalter. Die wird übel, die Quest. So, Geistermaler. Komm her. Kein Secret. Okay. Da ist schon wieder so ein Leuchteding und unten ist ein Geschäft. Ah, Gegner. Einfach blind ins Dunkle schießen hilft doch immer wieder. So, kaputt. Licht an. Oh, die sind weiter oben. Kommt erstmal runter. Ding, 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 kaputt. Da war irgendwo noch einer. Da, ding, 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 kaputt. So, erstmal hier oben alles aufdecken, dann können wir runter zu dem Geschäft. Und da ist eine komische Truhe. In dieser Truhe war ein Stück von einem Schild. Wer zur Hölle hebt ein kaputtes Schild auf? Okay. Das versuchen wir uns mal zu merken. Oder wir schreiben es einfach auf. Kaputtes Schild. Passier. Schein A38. Licht. Münzen. Wie kommen wir da oben ran? Aha. Wie kommen wir da ran? Gar nicht. Was zur Hölle? Das ist jetzt schon wieder so ein Ding, wo man nur ein Feld quasi frei macht und dann nicht weiterkommt. Vielleicht muss man das ja bei genügend Gebieten machen. Also wir haben ja drüben eine Wand freigeschlagen. Jetzt haben wir hier eine Wand freigeschlagen. Vielleicht können wir jetzt drüben wieder eine zweite Wand freischlagen. Also näher ran an das Secret. Trotzdem komisch das Ganze. Wow. Kaputt, putt, putt. So. Bist zwar kein Konstrukt, aber ich denke mal, Säure ist auch so schmerzhaft. Und kristalline magische Essenz. Also bald noch eine Art von Zauberspruch. So, dich an, den Rest machen wir später an. Erstmal einkaufen. Hallo Esoterikfrau. Diverse Gegenstände. Foliant des Gegengifts. Das ist doch schon mal sehr schön. Waffenverbesserung, Rüstungsverbesserung, ist alles Veränderungsmagie. Veränderungsschutz. Was ist denn Schutz? Schutz muss jetzt kristalliner sein. Mental, Unsichtbarkeit und unsichtbares Sehen. Sehr schick. Waffen, Magierstab. Nö. Und Magierrüstung, nö. Okay. Gegengift. Zauberbuch kopieren. So. Was hast du jetzt noch Schönes? Kaufe Waffen. Hammer der Paladine. 330. Lichtschaden extra. Und gewährt der Gotteslicht des dreimal gültige Gunst anstatt nur einmal. Ja, das ist echt cool, aber wir kriegen doch wahrscheinlich demnächst diesen Hammer der Zermalmung. Also, nee. Und ein großes Breitschwert. Braucht allerdings Schwerter 15. Schwerter 13 können wir maximal. Ja, muss warten. Achso, was mit Rüstung? Rüstung und Bekleidung. Silberne Brustplatte. Schutz gegen Nahkampfangriffe und Feuer und Frost. Ist das also ein Upgrade zu der hier? Ja, ist es. Okay. Aber braucht halt auch einen recht hohen Wert in Rüstung, den wir noch nicht haben können.